Ein neuer CY-Cast. Diesmal spricht Hanne mit Tabea Rösner von den Grünen. Und es gibt ganz interessante Themen, vor allen Dingen für Musiker und Kulturschaffende. Schaut mal rein. Hallo Tabea. Ja, hallo Hanne. Wie geht's dir? Ich bin ein bisschen müde, muss ich gestehen, weil ich gestern Abend sehr lange im Bundestag war und heute Morgen sehr früh aus dem Bett musste, um dann wieder nach Mainz zu fahren. Und dann direkt zum Talk mit mir quasi. Ja, ich habe noch ein paar andere Gespräche zwischendrin gehabt, aber ja, klar. Das glaube ich. Ja, sehr cool, dass du das machst und bei CultureWire dabei bist. Und ich habe ein paar Fragen an dich, beziehungsweise habe hier so ein paar Fragen rechts aufgebaut. Also nicht wundern, wenn ich nach rechts gucke, da steht mein Interviewleitfaden. Ja. Okay. Erstmal wollte ich euch sagen, dass ich das toll finde, dass ihr diese Plattform geschaffen habt, weil das ja gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist, dass auch für die Kulturschaffenden was gemacht wird, dass sie Unterstützung erfahren, dass sie sich vernetzen können. Also Hut ab, das ist toll, dass ihr das auf den Weg gebracht habt. Vielen Dank. Ja, wir denken auch, wenn nicht jetzt die Zeit ist für Solidarität, dann wann? Genau. Okay, jetzt erstmal zu dir. Die meisten Mainzer werden dich kennen, aber kannst du vielleicht für die Zuschauer in ganz Deutschland kurz erklären, wer du bist und wie dein Alltag so aussieht? Ja, mein Name ist Tabea Rösner. Ich bin im Bundestag seit inzwischen jetzt 10,5 Jahren. Ich war früher Journalistin und habe vorher Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften studiert. Das heißt also, der Kulturbereich liegt mir auch sehr am Herzen und ich war dann als freie Journalistin lange tätig, habe sehr viel vor allen Dingen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet und am längsten für die Sendung Logo, die vielleicht einige kennen, die ich immer noch ganz toll finde. Und ich glaube auch, dass gerade in jetzigen Zeiten solche Sendungen auch total wichtig sind für die fundierte Information und auch für Informationen von Kindern natürlich. Und übrigens viele Erwachsene gucken die Sendung natürlich auch, weil sie dann endlich mal bestimmte Sachen verstehen. Ja, und seit über 10 Jahren bin ich im Bundestag und bin dort auch schon seitdem im Kultur- und Medienausschuss. Ich bin jetzt aber netzpolitische Sprecherin und Sprecherin für Verbraucherschutz. Das sind zwei große Querschnittsthemen, aber ich sitze immer noch im Kulturausschuss als stellvertretendes Mitglied und bin da auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel zuständig und für Film. Ich kann mir vorstellen, dass die Themen Netzwerke etc. jetzt extrem viel zugenommen haben in Zeiten von Corona, oder? Naja, das Thema war für uns natürlich schon die ganze Zeit relevant. Ne? Also wir diskutieren schon lange über Hass und Hetze im Netz, über die Frage von Algorithmen, also wie funktionieren diese Computerprogramme, wie spielen die bestimmte Inhalte aus, welche siehst du eigentlich in deiner Timeline, wie funktioniert das, dass bestimmte Sachen angezeigt werden und immer ganz oben in der Timeline sind und wie viel Transparenz kann man da schaffen. Also das sind schon wichtige Fragen, mit denen wir uns schon sehr, sehr lange befassen. Also zum Beispiel Google als Suchmaschine macht eine Auswahl und dann ist die Frage, nach welchen Kriterien findet diese Auswahl statt. Ja, die ist ja nicht wirklich neutral. Die ist nach bestimmten Kriterien erfolgt diese Auswahl und darüber, glaube ich, braucht es auch mehr Transparenz und möglicherweise auch mehr Regulierung. Auf jeden Fall. Da hätte ich gerade eine Frage zu. Und zwar würde mich brennend interessieren, wie das mit den Urheberrechten aussieht in diesen ganzen Livestreams, die jetzt laufen. Erstmal, was hältst du denn davon, dass jetzt so viele Künstler einfach ein Facebook Live machen, ein YouTube Live machen und da quasi ihre, ja, wie soll ich sagen, ihre Kunst frei zur Verfügung stellen? Also die Künstlerinnen und Künstler sind natürlich jetzt gerade in einer besonders schwierigen Situation, weil sie ja keine Auftritte machen können. Die Veranstaltungen sind alle abgesagt worden und viele, die sich eben über Auftritte, über Konzerte finanzieren, haben im Moment überhaupt keine Einnahmen. Und wichtig ist natürlich auch, die Fangemeinde dabei zu behalten, sich in Erinnerung weiterzuhalten und aber auch die Frage, wie kann ich möglicherweise im Netz meine Werke monetarisieren, wie kann ich Geld dafür bekommen? Und manche machen das mit Spendentools und ich finde das gut, dass das immer mehr Künstlerinnen und Künstler auch machen.
Aber das Urheberrecht ist in der Tat da manchmal ein Problem. Wir haben das ja, glaube ich, auch schon hier in Mainz erlebt, aber es gibt da andere Beispiele, wenn Leute versucht haben, Uploads zu machen und dann die Netzwerke den Stream einfach unterbrochen haben, weil es gegen das Urheberrecht angeblich verstoßen hätte. Ne? Okay, also uns ist das auch passiert. Wir haben quasi uns selbst gecovert, sage ich mal, und haben jeder einzeln von zu Hause einen Teil unseres Liedes eingespielt. Und auch da kam die Meldung, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Ich dachte mir dann, das ist eigentlich was Gutes für uns. Das bedeutet nämlich, dass wir den Song sehr ähnlich der Albumversion gespielt haben. Stimmt das? Naja, es gibt sozusagen so eine Art digitalen Fingerprint. Also wenn Künstlerinnen und Künstler ihre Werke hinterlegen, dann ist das, dient der zum Beispiel zu einer technischen das ist eine technische Vergleichsgrundlage. Und wenn er dann das Werk erkennt, dann sagt er, hallo, hier könnte eine Urheberrechtsverletzung vorliegen. Und dann kommt es dazu, dass dann automatisiert, ne, durch diese sogenannten Upload-Filter, die ja schon eingesetzt werden, über die wir ja im vergangenen Jahr sehr heftig diskutiert haben im Rahmen der Urheberrechtsrichtlinie, dass die zum Einsatz kommen und dann einen Stream zum Beispiel unterbrechen. Kann man sich da als Künstler irgendwie gegen schützen? Naja, die Künstler haben natürlich unterschiedliche Interessen. Ne? Einerseits wollen sie, dass ihre Werke geschützt werden, und deshalb wurde ja auch darüber diskutiert, ob die Plattformen da mehr Haftungen haben, also in die Haftung genommen werden, dass sie dafür sorgen sollen, dass eben nicht Urheberrechtsverletzungen stattfinden. Auf der anderen Seite, wenn die Urheber jetzt ihre Werke ins Netz stellen wollen, dann widersprechen sich diese Interessen, und da muss es halt auch einen Interessensausgleich geben. Das wird nochmal spannend, wenn wir diese Richtlinie in deutsches Recht umsetzen. Wir haben da jetzt auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, weil in der Tat diese Filter, die eingesetzt werden und die Plattformen wahrscheinlich da noch stärker einsetzen werden, auch ihre Krücken haben. Ne? Also dass auch Sachen rausgefiltert werden, die eben in Ordnung sind. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel ein Recht habt, eure Sachen selber abzuladen, ne, dann muss das ja auch geklärt sein. Und da muss es zum Beispiel für so unklare Situationen einfach Regelungen geben, klare Kriterien. Und das sieht halt die Richtlinie noch nicht vor. Und das müsste dann auf nationaler Ebene auch tatsächlich umgesetzt werden, ne, dass da Sicherheit besteht. Okay, vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, ne? Also weil es wundern sich auch viele, und Urheberrecht ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit, weil es sind ja nicht nur die Künstler, die Rechte haben, sondern es sind Verwertungsrechte, die man jemandem übertragen hat. Das heißt, die haben auch Interesse daran, dass niemand die Rechte verletzt und so. Das ist ein sehr komplexes Feld, und dann wollen natürlich die Nutzerinnen und Nutzer auch nicht gleich eine Klage am Hals haben, wenn sie etwas hochladen. Ja, die können natürlich keine Urheberrechtsverletzung machen, aber wenn sie etwas hochladen, was Zitate sind oder so, dann muss das natürlich auch geschützt werden. Das geht dann eben in die Meinungsfreiheit ja auch mit rein, und die muss auch geschützt werden. Also da gibt es vielfältige Interessen, und das ausgewogen zu gestalten, das wird nicht einfach werden. Das glaube ich. Da hat ja dann auch die GEMA noch ein Wörtchen mitzureden. Wen die Sicht der GEMA interessiert, wir haben mit der GEMA-Pressesprecherin Ursula Göbel auch einen CY-Cast aufgenommen. Den findet ihr natürlich auf culture-y.com. Ich würde aber ganz gerne mal zu deinem kulturellen Engagement kommen. Du hast auf deiner Seite, das habe ich gesehen, ein Statement zum Strukturfonds gegeben, das von Monika Grütter angekündigt wurde. Und kannst du kurz erklären, was das überhaupt ist? Naja, wir haben jetzt sehr heftig darüber diskutiert, wie kann man Kultureinrichtungen und Kulturschaffende unterstützen in dieser Krise, weil die sind nämlich ganz besonders betroffen, und von diesen ganzen Sofortmaßnahmen waren die gar nicht mit drin. Ja? Also viele Einrichtungen, die haben mehr als 10 Mitarbeiter und weniger als 250. Das heißt, die haben Soforthilfen nicht in Anspruch nehmen können. Das sind häufig Einrichtungen, die sowieso nicht viel Geld haben und so eine lange Schließung für die dann auch echt ein großes Problem ist. Und viele Kulturschaffende, die zum Beispiel Selbstständige, die im Kulturbereich arbeiten, ne, das geht ja auch so zum Beispiel für Techniker oder für die Maskenbildner oder so, ne, die sind frei als Solo-Selbstständige.
Und die konnten zum Beispiel Soforthilfen nicht in Anspruch nehmen, weil sie keine eigene Betriebsstätte hatten, also keine Betriebskosten in dem Sinne. Und wenn es nur um die Lebenshaltungskosten geht, dann wird es schwierig. Und deshalb haben wir Grütters, also der Staatsministerin für Kultur und Medien, ordentlich Druck gemacht, aber auch die Kulturschaffenden, weil die gesagt haben, die fallen da aus diesen ganzen Maßnahmen raus und die brauchen eine extra Unterstützung. Und für die Kultureinrichtungen haben wir gesagt, es braucht einen Kulturrettungsfonds. Also einen Fonds, aus dem diese Einrichtungen auch unterstützt werden. Das hat sie eine ganze Zeit abgelehnt, aber als der Druck immer größer wurde, hat sie jetzt gesagt, ja, so ein Strukturfonds will sie auf den Weg bringen. Allerdings ist da noch nicht so viel passiert. Also ich weiß nicht, welche Gespräche es gibt. Ich weiß nicht, wie viel Geld da tatsächlich eingestellt werden könnte, wie der ausgestaltet wird, für wen das dann gilt, wer den in Anspruch nehmen kann. Wir wollten eigentlich noch eine schriftliche Anfrage dazu machen, aber nächste Woche will Grütters nochmal in den Kulturausschuss kommen und dann werden wir sie da fragen. Also wir können sehr gespannt sein, wie sich das noch entwickelt und geben dann natürlich auch Bescheid, wenn es da irgendwelche News gibt. Ich finde, das klingt nach einem sehr spannenden Alltag, den du hast. Irgendwie so, da kommen so viele verschiedene Facetten zusammen. Wir haben es ja eben auch gehört, du bist höchst studiert sozusagen. Und das klingt sehr interessant. Wie ist denn dein Alltag jetzt in Corona-Zeiten? Hat sich irgendwas geändert? Ja, es hat sich ganz viel geändert. Normalerweise, wenn wir eine Sitzungswoche haben, haben wir unendlich viele Präsenzsitzungen. Wir treffen uns, weil das Wichtigste ist ja eine Abstimmung erstmal unter uns, also als Fraktion, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Interessensvertretungen. Also ob ich jetzt von Seiten der Kultur komme oder ob ich von der Seite der Wirtschaft komme oder ne, und Geld kann man eben nur einmal ausgeben. Und dann wird natürlich da auch gerungen, wer sich da mehr durchsetzen kann. Das heißt, wichtig ist, dass wir als Fraktion eine eigene Position dazu haben. Und dann geht es in die Beratung mit den anderen Fraktionen. Wenn wir dann einen Antrag machen oder einen Gesetzentwurf erarbeiten, dann wird das ja alles in das Verfahren eingebracht. Also das heißt, erst die Fraktion muss das beschließen und dann wird das in den Bundestag eingebracht. Und dann entscheidet irgendwann der Ausschuss, also es gibt dann eine erste Beratung im Plenum, das heißt, da wird das dann eingebracht, da wird drüber diskutiert, dann kommt es in die Ausschüsse und dann wird es in den Ausschüssen vielleicht auch nochmal geändert. Gesetzentwürfe werden meistens in den Ausschüssen nochmal nachgearbeitet und dann geht es in die Beschließung. So, und das sind ganz, ganz viele Sitzungen, die man halt hat. Die können jetzt alle so in der Form nicht stattfinden, ne? Also der Bundestag ist normalerweise total voll viel Leute, die da rumrennen von einem Ort zum anderen und jetzt sind plötzlich die Gänge leer und man hat unheimlich viele Videokonferenzen und das ist natürlich einerseits toll, dass das auch geht. Wir haben das immer schon gefordert, dass es viel mehr digitale Formate geben muss, weil das ja auch eine andere Teilhabe ermöglicht für Leute, die zum Beispiel da nicht kommen können, wenn man eine öffentliche Veranstaltung ist. Aber und da sage ich als eine, die Digitalpolitikerin bin, ich erlebe so ein bisschen digitalen Overkill. Ja? Also ich bin von morgens manchmal 8, 9 bis abends 9, 10 in Videokonferenzen am Telefon und das ist schon echt anstrengend. Ja, ja, das kenne ich. Das ist ja jetzt bei mir und der Band auch so. Wir sind eigentlich durchgehend immer nur über Skype am Chatten oder sonst was. Genau, ich mache die Interviews über Skype und irgendwann abends dann brummt einem die Birne sozusagen, ne, von dem ganzen, aufs Tablet gucken. Ja, und ich habe das Gefühl, im Moment sind halt auch sehr, sehr viele Leute verunsichert. Das heißt, es gibt viel, ja, man spricht ja inzwischen von Infodemie, ne, also dass es viel Falschnachrichten gibt, Verschwörungstheorien. Das heißt, wir kriegen unheimlich viele Mails. Die Leute sitzen auch zu Hause, sitzen eh am Computer und dann schreiben sie ihre Abgeordneten noch. Und das ist halt schon nochmal ganz viel mehr an Traffic, den wir so haben und der auch bearbeitet werden muss. Also das ist schon eine sehr konzentrierte Arbeit im Moment. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht
sich in den Raum setzen kann und Sachen einfach mal ausdiskutieren kann. Wir machen zwar auch manchmal Falten, aber die sitzen halt alle auch im Homeoffice. Das geht dann manchmal auch nicht immer, je nachdem, wo sie sitzen, ist dann die Verbindung nicht so gut. Ne? Also es hat auch einen Lernprozess gegeben von manchen Leuten, die in solchen Konferenzen waren und dann ihr Mikro nicht leise gestellt haben. Ja, und das ist dann nervig, weil es dauert dann einfach, weil man sich nicht versteht und warten muss, bis dann dieses andere Gespräch irgendwie beendet wird. Also das ist manchmal schon echt anstrengend. Aber man kann während den Sitzungen Kaffee trinken und eventuell auch was essen, wenn man sein Mikro ausstellt. Genau. Ich brauche einen Kaffee heute. Ja, das glaube ich. Okay, ich hätte noch zwei Fragen an dich. Und zwar, die erste ist, wie ist denn deine Prognose oder auch deine Hoffnung im Hinblick auf den Erhalt der Kultur, insbesondere nach der Krise? Also wie lange die Krise dauern wird, das wissen wir ja noch gar nicht. Aber was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist für die Kulturschaffenden, dass sie klare Zeitpläne haben, dass sie Planungssicherheit haben, dass sie wissen, wann können sie denn wieder starten? Und wir müssen, glaube ich, auch einige Dinge nochmal überprüfen. Also beispielsweise in vielen Verträgen werden Pandemien explizit ausgeschlossen. Also ja, zum Beispiel was Ausfallhonorare angeht oder was zum Beispiel die Haftung von Filmproduzenten angeht. Und deshalb sind einige Filmproduzenten, weil es da keine klare Regelung gab, also das ist ja Ländersache, manche Länder haben dann Drehverbote ausgesprochen, aber andere nicht. Und wenn dann die Produzenten selber zu dem Entschluss kommen würden, ja, wir können eigentlich nicht weiterdrehen, fallen sie dann komplett in die Haftung rein. Und das ist für so einen Produzenten auch nicht einfach. Das heißt, es braucht da klare Kriterien, es braucht bundesweit einheitliche Standards. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Branche, dass sie wieder starten können. Ne? Also es gibt im Moment unheimlich viele Initiativen, die ihre Kulturschaffenden, ihre Theater vor Ort, ihre kleinen Initiativen unterstützen wollen, weil sie merken, es ist wichtig, dass es die gibt, ja, weil die kulturelle Vielfalt ist für unsere Demokratie so wichtig. Ja. Kultur spiegelt uns, unsere Gesellschaft. Das heißt, sie setzt sich ja auch kritisch mit uns auseinander als Gesellschaft. Und deshalb ist es wichtig, dass es diese Kulturinitiativen gibt. Und wenn die Menschen mehr Solidarität da empfinden und sagen, so mein kleines Theater vor Ort, das unterstütze ich, oder den kleinen Konzertveranstalter, dann ist das was sehr Schönes. Aber wichtig ist tatsächlich, dass es wieder losgehen kann, und dafür brauchen wir klare Regelungen. Auf jeden Fall. Das hast du sehr schön gesagt, finde ich. Für Culture Y kann ich schon mal sprechen. Wir haben ein schönes Netzwerk zusammengestellt. Wir haben schon ganz viele Beiträge gekriegt. Und da hat diese Krise dazu geführt, dass ich viele tolle Menschen kennenlernen durfte. Zum Beispiel dich jetzt auch. Zwar nicht persönlich, aber immerhin so. Und meine letzte Frage an dich wäre, wenn du es dir aussuchen könntest, was wäre denn dein erstes Konzert nach der Krise? Natürlich eins von euch. Das ist sehr smart, vielen Dank. Also, ich hatte einige Konzertkarten, ja. Zum Beispiel Randy Newman sollte ja nach Mainz kommen. Das hatte ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Das ist total schade, dass das ausfällt, ne? Oder Manu Diao war auch terminiert und selbst die Hollywood Monsters. Also es gab ganz tolle Konzerte hier in Mainz. Und ich weiß nicht genau, was dann tatsächlich in der Nähe ist. Mein Zeitplan ist leider so, dass ich nicht so oft auf Konzerte gehen kann oder ins Kino gehen kann. Kino vermisse ich auch. Ja, ich auch. Und ich meine, es ist zwar ganz nett, ein Autokino zu haben, aber es ist wichtig, dass die Kinos auch vor Ort weiter existieren, weil da finden ja auch kulturelle Veranstaltungen statt. Und ich freue mich schon sehr darauf, bald wieder mal ins Kino oder aufs Konzert gehen zu können. Super. Tabea, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, oder hast du noch was auf dem Herzen? Eine Sache, die vielleicht wirklich wichtig ist, ne? Der Arbeitsschutz für die Zukunft. Das betrifft euch als Musiker übrigens auch. Ich weiß nicht, ob ihr die Regeln da kennt, ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel Konzerte stattfinden sollen, wo Sänger 6 Meter Abstand haben sollen oder Bläser 12 Meter oder so,
dann ist das schwierig, als Orchester, als Band zusammen aufzutreten. Ja? Und da hoffe ich, dass es dafür nochmal klare Regelungen gibt, die da ein bisschen, ja, die das eher ermöglichen können, dass Konzerte wieder stattfinden können. Weil gerade was die Musikerinnen und Musiker angeht, sind solche Regelungen natürlich tödlich. Ne? Und man kann auch nicht sagen, macht jetzt mal was anderes, um Geld zu verdienen, weil wenn ich Sängerin bin, dann muss ich regelmäßig üben, damit ich auch weiter drin bleibe, dann muss man proben und so weiter. Das heißt, das ist für die wirklich eine große Herausforderung und ich hoffe, dass wir da Regelungen finden, die für alle ja, das Beste herausholen, ne? Weil Gesundheitsschutz ist das eine und das andere ist halt auch die Existenz, an der ja, die jetzt für viele ja bedroht ist. Und deshalb brauchen wir da, glaube ich, gute Lösungen und eine Verhältnismäßigkeit, damit das kulturelle Leben wieder stattfinden kann, aber trotzdem auch der Gesundheitsschutz eingehalten wird. Ganz klar. Vielen Dank. Ein schönes Abschlussstatement sozusagen. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Nicht so viel Stress oder viel Kaffee. Eins von beidem. Und vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke dir ganz herzlich und ich wünsche dir und der Band alles, alles Gute. Ich hoffe, ihr könnt auch bald wieder auftreten und wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr ein Anliegen habt, ihr könnt euch auch immer an mich wenden. Ich versuche das dann nach meinen Möglichkeiten. Ich meine, ich bin in der Opposition, aber manchmal hilft der Druck, ja, ne? Und das hat man an dem Strukturfonds, den Grütters jetzt vorsteckt, ja auch gesehen. Also es lohnt sich, sich zusammenzuschließen. Es lohnt sich wirklich, da Druck zu machen, weil dann kann man auch was erreichen. Super, vielen Dank. Das machen wir. Bis dann. Also, schönes Wochenende, ne? Ebenso. Tschüss.